Warum funktionieren eigentlich 90% oder über 90% aller Veränderungsthemen, die wir uns vornehmen, nicht so wirklich? Darauf werde ich jetzt in diesem Video für dich mal explizit eingehen und du wirst dich wundern, was dazu führt. Bevor wir das tun, möchte ich ganz kurz alle einladen, die hier auf diesem YouTube-Kanal immer mal nur vorbeischauen oder die sich selbst jedes einzelne Video anschauen und dabei vergessen, diesen Kanal zu abonnieren. Denn das solltest du tun. Abonniere den Kanal, betätige die Glocke und du verpasst kein Video mehr. Egal, ob du es sonst über Facebook, über Instagram, über YouTube selbst oder über LinkedIn angezeigt bekommst. Nutze die Gelegenheit, ein Abonnent zu werden und verpasse nie wieder ein aktuelles Video. Doch zurück zum Thema. Was glaubst du, wie viele Veränderungen, die wir im Leben erzeugen wollen, basieren eigentlich auf der Motivation durch Schmerz? Irgendetwas ist unerträglich geworden, irgendetwas ruft nach einer Veränderung, es ist unbedingt erforderlich, etwas zu tun. 90% aller Veränderungen, die wir anstoßen, basieren auf dem Gefühl von Schmerz. 10% aller Veränderungen, die wir anstoßen, haben etwas mit Freude zu tun, mit Lustempfinden zu tun. Und beide Motivationen haben definitiv ihre Berechtigung. Allerdings muss man sagen, und das ist auch mittlerweile statistisch bewiesen, dass jede Motivation für sich allein genommen, der Schmerz oder die Lust, beides für sich allein genommen, in der Regel kaum Aussicht auf Erfolg hat. Und das werde ich dir in diesem Video mal ein bisschen genauer beschreiben. Es gibt beim Schmerz natürlich das Bedürfnis, dass du von etwas weg willst. Weg von irgendeinem Ereignis, weg von irgendeinem Zustand, weg von irgendeinem Symptom. Du möchtest etwas besser haben. Nehmen wir mal das Thema, du hast Kopfschmerzen. Dann hast du eine unangenehme Situation. Du hast einen echten physischen Schmerz. Und diesen Schmerz möchtest du loswerden. Du gehst also los und möchtest diesen Schmerz verändern. Du möchtest ihn weghaben. Also nimmst du eine Tablette. Diese Tablette nimmst du ein und 2 Stunden später ist der Schmerz weg. Problem gelöst. Hast du dadurch allerdings irgendetwas daran verändert, wodurch dieser Schmerz entstanden ist? Du machst ja gar keine Gedanken darüber, dass es eine Ursache gab für diesen Schmerz, sondern du hast ein sehr kurzfristiges Bedürfnis, der Schmerz muss weg, Schmerz erledigt, Problem gelöst, Ursache weiterhin offen. Lust gehört in die Kategorie, du möchtest ein Ergebnis erzeugen, also du strebst auf etwas hin. Das heißt, hin zu etwas. Hin zu etwas kannst du mit einem Ziel gleichsetzen, beispielsweise du möchtest ein bestimmtes Zielgewicht erreichen oder du möchtest mit Rauchen aufhören oder du möchtest vielleicht ein Karriereziel erreichen. Also hin zu etwas ist in der Regel Lust geprägt. Und beide dieser Motivationen bergen einige an Herausforderungen bzw. Fallstricken. Und über die möchte ich jetzt gerne mal mit dir sprechen. Wenn wir über das von weg sprechen, du möchtest also aus einer Situation heraus, die dir Schmerzen verursacht, dann haben wir häufig das Problem, ich hatte es bei dem Beispiel Kopfschmerzen gerade schon angedeutet, in dem Moment, wo unser Problem gelöst ist, also das kurzfristige Problem, hören wir auf, an diesem Problem zu arbeiten. Das heißt, der Schmerz ist weg, die Situation hat sich verändert und ab dem Moment sind wir zufrieden. Wir arbeiten also nicht wirklich auf etwas hin, nämlich nie wieder Kopfschmerzen zu haben beispielsweise, sondern wir ziehen ein Problem sozusagen einfach nur in die Länge. Beispielsweise auch, du möchtest gern auf deiner finanziellen Seite einfach ein bisschen besser gestellt sein oder du möchtest deine Schulden abbauen. Nehmen wir mal dieses Beispiel. Du hast irgendwann mal einen Ratenkredit aufgenommen und möchtest keine Schulden mehr haben. Dann heißt das, du möchtest weg aus dem Schmerz der monatlichen Belastung durch die Kreditrate, die du bezahlen musst. Jetzt triffst du irgendwelche Entscheidungen und gehst auf die Rückzahlung deines Darlehens. Wenn du das Ziel erreicht hast und du hast keine Ratenzahlung mehr offen, hat sich dadurch dein Konsumentenverhalten geändert? Hat sich dadurch deine Lebenseinstellung verändert?
Oder glaubst du jetzt, wo diese Ratenbelastung nicht mehr da ist, kannst du wieder frisch und frei konsumieren? Und wenn du das tust, wirst du höchstwahrscheinlich relativ schnell wieder das Niveau erreichen, wo du bereit bist, einen neuen Ratenkredit zu nehmen, weil dein Konsum nicht durch dein normales Einkommen gedeckt ist. Und wenn du in so eine Spirale reinrutschst, dann wirst du immer nur kurzfristig, bedingt durch den Schmerz, den du auflösen möchtest, bis hin gehen, wo der Schmerz aufhört, und dann wirst du warten, bis der Schmerz wieder nachrutscht. Das ist ein typisches Verhalten bei Menschen, die von weg zu etwas motiviert sind. Sie gehen nicht auf ein Ziel zu, sie gehen nicht hin zu einem finalen Ergebnis. Bei den Menschen, die hinzu motiviert sind, die lustmotiviert sind, die also ein Ziel erreichen wollen, ist das Risikoverhalten ein Stück anders. Nämlich, für die meisten ist das Ziel extrem weit weg. Nehmen wir mal das Beispiel, du möchtest Gewicht verlieren und du sagst jetzt, ich möchte 10 Kilo verlieren. Und jetzt machst du dir einen Plan und das ist das Ziel, auf das du hinarbeitest. Und häufig hast du aus der Grundmotivation der Lust heraus natürlich eine hohe Anfangsenergie und die setzt du ein. Aber später, wenn nicht so schnell die gewünschten Resultate in der Dynamik erkennbar sind, wie du sie gern hättest, lässt natürlich ein Stück weit deine Motivation nach, bis hin zu, dass du diese Nachhaltigkeit in der dir auferlegten Strecke, die du gehen willst, nicht mehr gegeben ist und viele Menschen geben auf. Viele hören dann mitten im Weg auf, weil die Resultate nicht so schnell kommen, wie sie sich das erwünscht hatten oder dass es sie dauerhaft motiviert, weiter am Hinzu zu bleiben. Es gibt immer wieder Ausnahmen, natürlich Spitzensportler, großartige Athleten, Top-Unternehmer. Ja, also es heißt ja nicht, dass wir alle Menschen dieses Problem mit uns rumtragen. Es gibt ja Menschen, die Lösungen dafür gefunden haben und diese Lösung möchte ich dir mit diesem Video mitgeben. Sie ist nämlich gar nicht so schwer. Wenn du weißt, du hast einen Grundzustand A und von dem möchtest du dich in einen Zustand B verändern, egal, Lebensbereich ist völlig nebensächlich, könnte Karriere sein, könnte deine Gesundheit sein, deine Fitness, deine Beziehung, dein finanzieller Status, dann möchtest du jetzt von etwas weg. Verstanden, schreib's dir auf. Und dann schreibst du dir aber im gleichen Atemzug auf, wo du hin willst. Denn nur die Kombination dieser beiden Motivationen macht am Ende des Tages den Erfolg aus. Und dieses Ziel, wo du hin willst, das kannst du zwar on the long run mit einer großen Vision, mit einem Big Picture versehen, aber das nächste Ziel, wo du hin willst, hin zu diesem Ziel, ist der erste Meilenstein auf diesem Weg. Und dieser Meilenstein bedeutet, du willst meinetwegen 5 Millionen Euro über die nächsten 30 Jahre in deinem Leben zusammenbringen. Dann ist das Ziel von heute raus total weit weg. Und wenn du 5.000 Euro zusammengespart hast, ist das im Verhältnis von 5 Millionen so ein Fliegenschiss. Das ist nichts. Und du fühlst dich nicht wirklich motiviert, weiter an diesem Ziel zu arbeiten, weil das Ergebnis irgendwie in keinem Verhältnis zum Ziel steht. Setzt du dir allerdings ein Zwischenziel, meinetwegen in einem halben Jahr möchte ich 10.000 Euro erreichen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du bis in einem halben Jahr dranbleibst, wesentlich größer. Und das von weg bedeutet beispielsweise, dass du in diesem Kontext den Beschluss fasst, ich werde keine Ausgaben mehr machen, die ich nicht wirklich tätigen muss. Ich werde mir einen ganz konkreten monatlichen Überschuss ausrechnen, den ich mir zur Seite legen will und muss, damit ich diese 10.000 Euro erreiche. Ich werde mich weiterbilden im Rahmen von Investmentstrategien, damit ich mir auch in der Entscheidung für die finanzielle Unterstützung durch den Prozess des Investierens auch alles zusammenhole, was mir dabei hilft, mein Ziel zu erreichen. Und wenn du dann diese 10.000 Euro erreicht hast in 6 Monaten, weißt du, was du dann machst? Dann ziehst du die Basis, von der du weg wolltest, einfach auf das Niveau von den 10.000 Euro heran. Das heißt, jetzt hast du 10.000 Euro und jetzt kannst du dir Gedanken darüber machen, was muss passieren, um von diesen 10.000 Euro wegzukommen zu 20.000 oder zu 30.000 oder 40.000 Euro, was auch immer dein nächster Meilenstein ist. Aber du ziehst das Niveau des Schmerzes, von dem du weg willst, einfach auf den Zwischenmeilenstein hinterher. Und das ist die neue Ausgangsbasis, von der du weg willst, hin zum nächsten Zwischenziel. Und wenn du das auf diese Art und Weise machst, dann wirst du nicht das Risiko haben, dass du in alte Verhaltensmuster zurückfällst, weil du keinen Schmerz mehr empfindest,
weil die Basis deines Schmerzes sich angepasst hat an die Entwicklung deines Ziels und damit an deinen Weg hin zu etwas. Ich hoffe, das war für dich plausibel, denn das ist der Weg, den die wirklich erfolgreichen Menschen für sich herausgefunden haben. Nur von etwas wegzugehen, wird deine Motivation relativ schnell, nämlich wenn der Schmerz abgeflacht ist, wenn es nicht mehr so schlimm ist, wenn es sich nicht mehr so dramatisch anfühlt, wird deine Motivation nachlassen. Und nur hin zu etwas bedeutet am Ende des Tages, je weiter das Ziel weg ist und je ja, vielleicht auch vernachlässigbarer kurzfristige Erfolge für dich zu sein scheinen, umso weniger Motivation kannst du aufrechterhalten, weil du es nicht wirklich messen, wiegen und zählen kannst, was du auf dem Weg dahin erreichst. Machst du beides zusammen, ein kurzfristig erreichbareres Ziel im Kontext deiner großen Vision und ein sich permanent nach oben anpassendes Schmerzniveau, dann wirst du es packen, dann wirst du jedes Ziel erreichen können. So arbeiten, wie gesagt, eine Menge erfolgreiche Unternehmer, Spitzensportler und das kannst du dir zunutze machen. In diesem Sinne wünsche ich dir dabei natürlich maximale Erfolge. Freue mich, wenn du das nächste Video einschaltest. Sinnvollerweise, nachdem du einen Hinweis dafür bekommen hast und du weißt, was du dazu tun musst. Und in diesem Sinne, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.